Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal TBGTV und zurück zu einer weiteren Folge mit dem Kaiserslautern, Leute. Und genau, wir haben letztes Mal hier aufgehört und zwar am Donnerstag, genau. Die Folge kommt auch gleich online für den Freitag. Also Donnerstag kam die letzte online, jetzt kommt Freitag, also ich nehme es heute am Freitag auf. Aber die von für Freitag habe ich schon am Donnerstag, also gestern, aufgenommen. Jetzt, heute ist Freitag, genau. So, und ja. Da ich ja für heute das Video aufgenommen habe, weil ich eigentlich dachte, ich fahre heute schon. Was sich aber jetzt nicht zu ergeben hat. Ich fahre erst Samstag los, aber Samstagmorgens direkt. Das ist eigentlich dämlich, aber es ist halt so, Leute. Und genau. Und da ihr wollt, da ich mir gedacht habe, dass ich Sonntag dann direkt wieder Video mache, ein Tag Pause reicht, werde ich das jetzt schon mal vorhin aus aufnehmen, damit ich es nicht erst aufnehmen muss und dann hochladen muss. Das kostet immer noch eine halbe Stunde mehr. Ich will euch das Video so früh wie möglich geben, das heißt, ich nehme das jetzt schon am Freitag hier auf. Und zwar nehme ich jetzt die Videos für Sonntag und für Montag schon auf, denn danach brauche ich erstmal ein bisschen, muss ich erstmal ein bisschen runterkommen. Ich meine, ich bin in der Schule und Samstag, Sonntag habe ich immer weiter Schule, Lehrgang und Montag wieder Schule. Das wäre schön, wenn ich dann auch einfach mal ein bisschen chillen kann. Ich weiß, es ist auch Spaß hier. Ich zocke ja aus Spaß, Leute. Aber es kommt natürlich auch immer noch ein bisschen Arbeit mit dazu. Und genau. Ja, yeah, so sieht das aus. Also ich werde jetzt hier für die erste Folge der Transferphase schon kurz rein. Mal das Spiel gegen Stuttgart. Und werden genau bis zum 31. oder bis zum 1. sag ich mal, vorgehen. Deshalb wollte ich es eigentlich so machen, dass wir dann bis zum Bielefeld-Spiel gehen. In der nächsten Folge schauen, ob wir das spielen werden. Oder nee, das werden wir simulieren. Wahrscheinlich. Und dann werde ich am Deadline Day aufhören. Einfach aus dem Grund, damit ihr dann nochmal, da ich ja jetzt keine Kommentare mit reinnehmen kann, am Deadline Day mich vielleicht nochmal um Kommentare kümmern kann, die ihr da sehen wollt. Also Spieler, die ihr da sehen wollt. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind jetzt erstmal kurz vor dem Stuttgart-Spiel. Sorry, Leute, ich bin auch, ja, mir geht's nicht so, muss man echt dazu sagen. Heute, naja, auf jeden Fall ist ja auch egal. Und genau. Das wäre ein wichtiger Sieg. Wäre ein richtig wichtiger Sieg. Dann hätten wir die 30 Punkte. Wir schauen kurz ins Team. Sieht relativ kaputt aus. Wir gehen einfach mal jetzt vor bis zum Stuttgart-Spiel und schauen, ob wir unser Team dann danach noch umstellen werden. Ja, Finnland-Trainer ist jetzt nicht so das, was ich sein möchte eigentlich. Und genau. Jetzt kriegen wir noch eine Nachricht. Achtung, sie könnten drei Spieler verlieren. Okay, da gehen wir mal kurz ganz kurz rein. Okay, da haben wir ganz schön viele, die wir eigentlich da mal verlängern müssten. Fangen wir bei Muica an, der im Moment auf jeden Fall gesetzt ist rechts. Kriegt mal 2 Jahre. Schindele ist auch jemand, der da mal reinrotiert werden kann. Bleibt mal sporadischer Spieler. Dann haben wir Glatzel. Eigentlich einer, der da nicht unbedingt reinrotiert wird, aber ich möchte ihn jetzt ungern ablösefrei gehen lassen, denn für den kriegt man bestimmt noch mal ein bisschen was. Naja, ein bisschen was, 100.000 vielleicht oder so. Gauss ist auf jeden Fall einer, den ich verlängern möchte, da er im Moment der einzige fitte Linksverteidiger Backup ist. Dann haben wir hier noch Sievers und Jakob. Jakob verlängere ich, der sitzt ja auch bei uns auf der Bank und wird durchaus manchmal eingewechselt. Also möchte ich eigentlich eher ungern abgeben, denn der hat immer noch 80 Springgeschwindigkeit. Ist noch mal ein bisschen mehr als Kerk, das heißt, den kann man da gut mal reinschmeißen im Moment. Wo ja, wo halt der gute Onyekuru fehlt da auf dem Flügel. Dann haben wir den künftigen Stammspieler. Und da eigentlich möchte ich den eigentlich ungern abgeben, den Moritz. Und deshalb werden wir den einfach versuchen, hier nochmal die 15.000 Gehalt anzubieten. Wichtig für die erste Mannschaft. Und geben ihm nochmal 2 schöne Jahre auf seinen Vertrag drauf. Denn irgendwann wird er richtig viel Geld haben wollen. Also wenn wir aufsteigen, so habe ich eher weniger Bock drauf. Und jetzt sehen wir hier schon das Team. Hartl ist relativ kaputt, er bleibt auch erstmal mit auf der Bank. Und ich würde eigentlich sagen, dass der Dittgen mal rein darf. Und das würde ich sagen, machen wir so. So, unsere Aufstellung für dieses Spiel wird Stieber Kapitän. Und eigentlich Muica ist eigentlich sehr kaputt. Kann links und zentral spielen. Okay, perfekt. Dann wird Muica heute auch erstmal auf der Bank bleiben. K
kämpfen ja gerade mit ein bisschen Verletzungsproblemen. Jacques Sua ist wenigstens wieder da. Und dann würde ich sagen, packen wir mal Jakob auf die Bank. Sua und Osave. Sua kann auch nur in der Spitze spielen, ist das Belastende. Dass der auch nicht auf dem Flügel spielen kann. Na gut, auf jeden Fall, egal Leute. Wir gehen mit Ditkin auf den Flügel rein. Der hat letztes Mal eine gute Leistung erbracht beim 3:0 Sieg gegen Darmstadt. Dann wurde er eingesetzt, hat dann direkt das und hat auch gut Druck gemacht, hat dann ein wunderschönes Tor. Das Tor war echt richtig schön. Das heißt, er kriegt dafür heute seinen Startelf-Einsatz. Und wenn er hier was zeigt, könnte ich mir auch gut vorstellen, den für Kerkmaier reinzulassen oder drin zu lassen, da der ja ganz gute Leistungen zeigt. Wenigstens in, wenn wir nicht simulieren, wäre das doch schon mal schön. Oh, Bobs. Ja, Leute, jetzt habe ich irgendwie gerade nicht geredet. Auf jeden Fall. Genau, Leute. Ich werde heute zwei Folgen aufnehmen. Und dann erstmal schon mal in die Transferwiese reinschauen und schauen, ob wir dann das Bielefeld-Spiel da machen werden. Wenn die Folge wirklich nur ganz kurz gehen wird, ich werde mir dabei natürlich einen Timer stellen. Dann werde ich natürlich das Spiel spielen gegen Bielefeld, auch wenn es eins der Spiele ist, die wir in der Simulation eigentlich gewinnen sollten. Und genau, ja, so ist. Boah, scheiße. Und da war die erste Tornierung. Kerl jetzt heute auf dem rechten Flügel zu Hause. Ball erstmal zurück und rausgeköpft nach hinten wieder. Jetzt passiert mir auch immer eine Aufnahme, Alter. Dass mein scheiß Controller leer ist, ne? So. Oh, das haben die stark gemacht. Jetzt müssen wir das von hinten, aber auch schwach. Wusur gegen Mané. Okay, das war schwach. So, jetzt muss ich ja einmal kurz meinen Controller ans Kabel stecken, Leute. Wir wollen nicht, dass der jetzt miteinander für mich ausgeht. Da habe ich wenig Bock drauf. Und ihr denke ich mal auch, denn ihr wollt ja auch sehen, dass wir spielen. Und nicht, dass auf einmal mein Controller ausgeht und wir dadurch dann verkacken. Wir wollen ja auch gewinnen. So, jetzt kann es weitergehen. So, let's go. Pollers back. Macht da hinten einen guten Job in der Saison bis jetzt. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe einen Torwart, den ich mir ganz gerne holen würde, den wahrscheinlich kaum jemand von euch kennt, wenn wir in die erste Liga aufsteigen sollten. Das war natürlich der perfekte Pass, jetzt muss man echt sagen. Der Torwart, der gefällt mir richtig gut. Ist ein Junger mit relativ gutem Potenzial. Und ein Keeper, der jetzt nicht immer vorkommt. Also ich glaube, die kennt echt keiner von euch. Es ist jetzt kein Donnarumma, Dragowski, Lafort, auch kein Miles Villar, der auch relativ oft gekauft wird bei Vereinen, die jetzt nicht so viel Rating haben und wo ein Villar in der Ausstellung ist. So, jetzt Ditgen jetzt wieder. Man merkt schon, dass der irgendwie ein bisschen mehr Spritzigkeit hat. Und dann wird er da so abgedrängt. Gerade wo ich sage, dass das gut gemacht war. Auf jeden Fall, genau. Wo war ich gerade? Egal, Leute, jetzt habe ich es vergessen. Belastend, aber. Ich habe gerade irgendwas gelabert. Also, auf jeden Fall, irgendwas, dass er spritziger ist als Kerk. Und dann habe ich das vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Vergessen. Na gut. Egal. Ach genau, beim Keeper waren wir, der da nicht so oft. Es ist ein Japaner, Leute. Könnt ihr ja mal schauen, ob ihr einen Japaner findet. Ich glaube 83er Potenzial. Gönnt euch auf jeden Fall die Seite so FIFA, wenn ihr da ein bisschen Potenzial nachschauen wollt und so. Ich mache das mittlerweile eher weniger, weil ich das mal bei vielen Spielern schon das Potenzial auswendig kenne. Oder bei vielen Positionen einfach schon weiß, welche Spieler da ein gutes Potenzial haben und wen ich mir da angucken kann. Zum Beispiel.
Es gibt da welche wie Fortnite oder sowas oder, keine Ahnung, Palhinha, Tolisso, sind alles welche mit einem guten Potenzial, wo ich auch weiß, wo ich auch nicht mehr nachgucken muss, dass die was sind. Ich meine, Tolisso ist der heftigste zentrale Mittelfeldspieler nach, also vom Potenzial her, der mit dem schlechtesten Rating, sag ich mal. Der hat nur am Anfang eine 80 und hat ein fucking, er kann sich auf eine fucking 88 entwickeln. Ist ein richtig krasser Spieler, muss man echt sagen. So, Stieber jetzt. Ditzken jetzt hier. Oh, und dann verliert er wieder den Zweikampf. Schade. So, Leute, aber jetzt konzentrieren wir uns hier mal definitiv auf das Spiel, denn hier wollen wir den Sieg eigentlich ganz gerne mitnehmen. Okay, das war natürlich jetzt schwach verteidigt. Asano auf links eingesetzt. Gönnt sich auf jeden Fall auch die Karriere von Badeschlappen, Leute. Finde ich eine richtig coole Karriere. Der macht seine Karriere mit Stuttgart. Ich weiß, Werbung ist jetzt auf meinem Kanal, bringt gar nichts, weil ich nur 20, nur 30 Abonnenten habe. Aber ich gucke dieselbe und die gefällt mir richtig gut. Ich finde, das ist ein richtig korrekter Typ. Und der Asano geht bei dem schon ziemlich gut ab. Das ist schon krass. Der Asano geht bei Timo richtig gut ab. Und dann versucht die hier mit dem Haken, weil da das Tor zu machen. Oh, Ditzken, Alter. Die Ballkontrolle, an der müssen wir arbeiten. Ja, genau so sieht das aus. Und so, jetzt holen wir uns hier mal den Ball. Wieder der Fehler von Koch diesmal. Aber den bügelt er danach aus, zum Glück, Leute. Naja, auf jeden Fall, der Asano geht da schon richtig gut ab. Gönnt euch die auf jeden Fall. Ich finde die Karriere richtig cool. Ist ein richtig korrekter Typ, der Badeschlappen. Und genau. Irgendwie, ich finde, der hat irgendwie was. Ja, wir liegen also hinten. Alles klar. Okay, jetzt hören wir mal auf, von Badeschlappen oder irgendjemand anderem zu reden. Alter, Alter, was machen die da? Mann, das wäre der geilste Laufweg gewesen von Ditgen. Okay, Leute, wir wollen ja auf keinen Fall verlieren und den Anschluss an die oberen Plätze verlieren. Das wäre schon eine ganz blöde Aktion von uns. Denn ich möchte da schon oben dran bleiben und auch weiterhin oben mitspielen. Und ich freue mich halt einfach auf die Saison. Ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, hier noch aufzusteigen, Leute. Perfekt, Alexander Isak ausgleicht! Kurz vor der Pause! Letzter Aktion vor der Pause wahrscheinlich! Alexander Isak, geiler Laufweg von ihm. Schön von Stieber, perfekt durchgestellt. Und Isak trifft wieder! Ich kann es jedem Part wieder sagen, die letzten drei Pass hat er immer getroffen für uns. In jedem Spiel hat der Isak einen Treffer erzielt. Richtig geiler Typ. Der gefällt mir richtig gut da, auch wenn er jetzt eigentlich nicht so schnell ist und so. Sebastian Drossi? Die haben Drossi geholt. Ist ein Stürmertalent, ein richtig gutes. Ich glaube, 75 mit dem, aber einem 86er Potenzial oder so. Als ob die Sebastian Drossi geholt haben, haben sie aber. Krass, ist ein richtig geiler Spieler, muss man gerade sagen. Wäre auch eine Option gewesen. Jetzt gehen wir direkt mal hier rein und werden mal wechseln. Ziegler kommt für Moritz. Sua kommt für Kerk rein einfach mal. Und den Rest lassen wir erstmal so und schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Oh Gott, Suas Haare, Alter. Sieht aus wie so ein Opa. Kennt ihr Kindsköpfe, Leute? Ist eigentlich ein echt lustiger Film, aber dieser eine Typ, Alter, im zweiten Teil, Mann. Dieser Schwarze da, der hat auch so eine Frisur, Alter. Sieht auch so aus, also nicht so wie der, aber sieht auch richtig dämlich aus, Mann. Paul Lasbeck, den fängt da ganz locker ab. Stark, Suas erster Einsatz für den Verein. Und er geht direkt mal nach vorne. Isak mit Platz jetzt. Schade, dass er sich da nicht durchsetzen kann. Und dann Isak fast mit dem. Stark, das war ja okay, ein bisschen, ne? Ich bin nicht auf den Ball gelaufen, sondern nur auf den Spieler rauf, um wieder noch irgendwie vom Ball abzuhalten. Christian Gentner kommt rein für Ristel. Alena jetzt mal. Jacques Sua.
Lena und Jacques Sua. Sua. Das muss ein Elfmeter gewesen sein, Leute. Das war hundertprozentig ein Elfmeter. Oh, nee, Alter. Und Sua liegt ja jetzt immer noch, oder wo ist der Typ jetzt hin? Der hat sich auf jeden Fall verletzt. Kann sein, dass wir den gleich schon wieder rausnehmen müssen. Oh, das war ein guter Pass. Und Mané ist natürlich schnell, aber stark geklärt. Ditgen. Oh, den Kopfball musst du doch holen. Alter, meine Güte. Der Koch ist da hinten aber heute auch relativ unsicher. Ja, komm, den haben wir. Perfekt. Aber man muss auch sagen, ich verstehe auch gar nicht, warum holen die Stuttgarter noch einen Stürmer? Also so richtig kann ich das gar nicht verstehen, weil. Weil. Sie haben ja mit Terodde und Ginzek für die zweite Liga schon zwei kranke Stürmer mit 75 und 76. Warum dann jemanden neuen holen? Oh, Alter, Alena springt am Ball vorbei. Aber stark gemacht. Alena ist aber ein Mann, mit dem ich eigentlich vor der Saison, ja, sagen wir mal, gar nicht so, eigentlich war das ja gar nicht mein Wunschkandidat. Wir sind ja bei Enchem gescheitert. Bei wem noch? Bei wem sind wir noch gescheitert? Bei Grealish und Enchem sind wir ja eigentlich gescheitert. Mein eigentlicher Wunschkandidat war ja Grealish. Aber dann habe ich Enchem, also dann wurde der mir weggeschnappt und dann haben wir Enchem gefunden. Enchem hätte ich sogar noch lieber gehabt als Grealish. Aber der ist dann ja auch weggegangen. Und dann wurde es Alina, weil der einfach ein schlechtes Rating hat, war das eigentlich nicht so der, den ich haben wollte. Aber muss sagen, er hat es ja gut gemeistert. Und hier auch wieder den Ball gut rausgeholt. Erstmal kurz verabgewandt. Und das war dann auch nicht mehr gefährlich. 75 Minuten, also ein Unentschieden. Mit dem könnten wir zufrieden sein. Aber wir wollen eigentlich natürlich mehr haben. So, Leute. Ah! Nein, jetzt verlieren wir wieder den Ball. Asano jetzt wieder, aber da sind wir dazwischen gut verteidigt. Ja, da haben wir uns gerade gesehen. Oh, das ist eine gute Flanke. Und ich würde sagen, Leute, jetzt tätigen wir hier nochmal den letzten Wechsel. Und zwar in. In Person von Marcel Hartl, der ja schon angeschlagen mit in den Kader genommen wurde. Und jetzt dann Einsatz dann doch noch bekommt. Einfach aus dem Grund, weil ich den Typen eigentlich echt gut finde. Und er da vielleicht nochmal. Oh, Scheiße. Für ein bisschen Furore sorgen könnte da. In der Offensive. Vielleicht mal mit einem Longshot. Mein Martin, also der mir den Spiel empfohlen hat, meinte ja auch. Er hat ihn ja auch empfohlen, weil er eigentlich einen echt guten Longshot hat für so einen. Dietrich Lohan Spieler, also warum jetzt nicht mal zeigen und einen Longshot raushauen mit Marcel Hartl? So, wieder der lange Ball. Und der Asano, der ist doch nicht so groß. Nein. Oh Gott, zum Glück ist man hier kein Stürmer, Leute. Und kein Linksfuß. Glück gehabt. So, jetzt nächster Angriff. Oh, stark von Aligi an Asano vorbei. Oh, Sua macht das auch gut. Zieht da rein. Okay, den holt sich Sua den Ball. Oh, und als ob die den dann, als ob der Torwart den dann noch kriegt. Und wir kriegen nicht mal mehr die Ecke draus, aber egal. So, Leute, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Stark. Nein, 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 nein. Oh, Sua jetzt mit Platz. Sua jetzt mit Platz. Aber natürlich verlieren wir dann den Ball so dämlich. Nein! Nein, 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 nein! Ja! Komm schon! Ja! Ach du Scheiße! Und Alter, da konnten wir ganz viel Glück. Da hatten wir nochmal ganz viel Glück, dass das nicht mehr als. Also, dass das nicht noch den kompletten Punktverlust gekostet hat.
Das war schon knapp, Leute. 3, 3, 10. Also es war echt kein gutes Spiel, muss man ganz klar und deutlich sagen. So richtige Top-Chancen hatten wir eigentlich nur eine und die haben wir auch verwertet immerhin. Hartl konnte dann nicht mehr wirklich in Szene gesetzt werden für die letzten 6-7 Minuten, weil er da halt sehr spät dann auch noch eingewechselt wurde. 5 Tage Pause für Suar, wenn man ist gerade aus der Verletzung gekommen, jetzt bittere Pille für ihn. Aber es sind nur 5 Tage bis zum nächsten Spiel. Ist das über einen Monat? Ist das noch einen Monat hin? Also alles okay. Und Koch geht auf die 70 hoch, macht's damit, tut's damit Wusstur gleich. Aber Koch, der war heute ganz unsicher hinten in unserer Verteidigung gegen die Stuttgarter. Der war total unsicher dahin. Hat so viele Fehlpässe gespielt. Also der hat mir sonst echt richtig gut gefallen. Mittlerweile haben wir aber schon 4 Punkte Abstand vom Aufstiegsplatz. Und ach du Scheiße. Oh, Leute, jetzt müssen wir hier nochmal. Ach so, ne, da brauchen wir. Ich bin jetzt ein bisschen verplant. Irgendwas mit meinem Bruder getroffen, aber da kann ich jetzt nichts machen. So, 200.000. Vielleicht jetzt. Ja, so, da haben wir einmal den Gauss. Der will 3,6 haben. Kriegt 3 Jahre als Rotationsspieler. Der Schindele, der will 2 haben, die kann er haben. Und wir machen es genau so. Muiza kriegt einfach mal 3 Jahre drauf. Wir sagen, mal, habe ich eben 202 ihm. Aber ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, ihm doch 3 zu geben. Ist, glaube ich, besser. Und der gute alte Jakob. Ja, komm. Diese 50 Euro kannst du dir auch in die Tasche schieben, Alter. Machen wir es so. Machen wir es so. Moritz von und läuft noch. Und Raids wir uns haben. Aber damit können wir leider nichts anfangen jetzt. So, jetzt gehen wir hier vor. Bis zum. Genau zum 31. Ich wusste mir nicht sicher, ob wir zum 31. oder zum 1. vorgehen sollen. So, und dann schauen wir doch mal nach. Und gucken dann einfach, was hier geht. Ja, war jetzt lange zurückgezogen. Und perfekt, wir haben ganz viele Vertragsverlängerungen. Ganz, ganz geile Aktion. Haben wir ja jetzt noch, haben wir ja noch ein bisschen was an Budget. Also, korrekte Sache. Da haben wir den guten Mann, den ich gerne haben wollte. Wir gehen jetzt bis zum ersten, da können wir noch die Trainingseinheit mitnehmen. Okay, da haben wir den guten Amato Ciciretti. Das ist ein richtig kranker Spieler. 87 Sprintgeschwindigkeit hat der gute Mann. Also kann auf dem linken und rechten Flügel gehen, genauso wie in der zentralen Offensive. 23 Jahre und hat einen 83er Potenzial. Und der ist ablösefrei, Leute. Der ist geil. Das ist ein richtig geiler Spieler. Und jetzt gehen wir bis zum zweiten vor. Egal, Leute. Bis zum zweiten sind wir vorgegangen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach gleich mal noch einmal ganz kurz rein. Ich würde gerne noch einmal. Das interessiert mich jetzt. Oder nee, Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich nehme die ja jetzt hinterher auf, weil mich interessiert ja. Ich kriege es ja jetzt zu sehen. Erst nächstes Mal. Tut mir leid, Leute. Über diesen Cliffhanger. Ihr werdet dann nächstes Mal erst sehen, was mit Amato Ciciretti passieren wird. Die Nachricht gucken wir uns an. Und Leute, ihr werdet es erst am Montag erfahren. Das hier werdet ihr am Sonntag sehen. Also, ich sag schon mal bis Montag, Leute, und ciao!